Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Neues im Herbst vom Tourismusverband Bruck an der Mur. Eröffnung eines neuen Büros der FPÖ Kapfenberg in der Wiener Straße und das Wetter am Wochenende wechselhaft. Der Sommer geht immer, heißt ein bekanntes Volkslied. Es wird kühler, aber ein heißer politischer Herbst kündigt sich an. Im Tourismus geht es friedlich zu. Und man darf sich über die vielen guten Ideen freuen. Das ist richtig. Wir haben jetzt da gerade das Schlossbergfest hinter uns, das ja trotz der Wetterprognose, die nicht so berauschend war, wirklich ein voller Erfolg war. Einerseits sehr viele Leute, wesentlich mehr sogar, als wir erwartet haben, wie gesagt, aufgrund der Wetterprognose und andererseits auch aufgrund der Musik. Es war ganz eine tolle Performance, wie man so schön neudeutsch sagt, am Schlossberg. Und das hat uns wieder bewiesen, dass der Brucker Schlossberg als Veranstaltungsort wirklich einzigartig ist in der Region und enormes Potenzial auch für die Zukunft hat. Kann man, Herr Steininger, wenn man hier aus dem Büro geht, abschalten? Geht das? Oder arbeitet der Motor, der Ideenmotor immer weiter? Der Ideenmotor arbeitet 24 Stunden am Tag. Man geht natürlich als Touristiker mit offenen Augen durch die Landschaft sozusagen. Aber nein, man kann schon abschalten auch. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und gerade der Schlossberg zum Beispiel ist so eine Region in Bruck an der Mur, wo man drüber spaziert, ein bisschen abschalten kann, vielleicht sich eine Jause mitnimmt und man hinsetzt und ein bisschen auf die Stadt runterschaut und sieht eigentlich, wie schön die Stadt ist. Und immer wieder gibt es die Möglichkeit, durch den Gewinn eines Gutscheines die Freude noch zu erhöhen, um von den Angeboten Gebrauch zu machen. Das ist richtig. Die Gutscheine sind bei uns, man kann ruhig sagen, ein Renner. Speziell jetzt, wo die Weihnachtszeit, die Herbstzeit, die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit vor der Tür steht, speziell rund um Muttertag, Ostern, Weihnachten, wird sehr viel nachgefragt, erfreulicherweise auch von den Firmen. Und wir binden doch einige 100.000 € an Kaufkraft an die Stadt. Und das ist für uns schon sehr wichtig, auch als Tourismusverband. Bekommen Sie sehr viel Feedback von all diesen Ideen, die Sie umsetzen? Ja, sicherlich. Wir bekommen erfreulicherweise sehr gutes Feedback und planen ja schon wieder die nächsten Dinge, beziehungsweise die nächsten Dinge, die im Laufen sind, werden abgeschlossen. Wir haben jetzt am 1. Oktober auf der Murinsel im Inselcafé den Abschluss oder die Verlosung für den Brucker Wanderpass, der enorm erfolgreich war. Und da sind auch die zwei Unternehmer, der Ewald Weizer vom Café selbst und der Peter Kohlwein vom Bergsport Kohlwein, sehr aktiv gewesen, also wie gesagt am 1. Oktober. Und am 7. Oktober sind wir erstmals Partnerstadt von Schladming bei Rock the Roof. Das ist speziell für die Motorradfahrer interessant. Und wir haben auch aus diesem Grund einen eigenen Motorradflyer-Führer herausgegeben und auch auf unserer Homepage Motorradrouten eingezeichnet. Und Sie haben noch immer im Petto die Radfahrrouten. Dieser Bezirk und natürlich Bruck ist ja schon mit Schwerpunkt Radfahren eigentlich bekannt geworden. Das ist richtig. Sogar jetzt in der schon etwas kühleren Jahreszeit sind immer wieder noch Murradwegfahrerinnen und Murradwegfahrer zu beobachten mit bepackten Rädern am Hauptplatz, in den noch geöffneten Schanigärten. Also auch jetzt in der etwas kühleren Radzeit, kann man sagen, sind die Radfahrerinnen und Radfahrer bei uns unterwegs. Aber wir haben ja auch das Radverkehrskonzept selbst mit der Stadt Bruck gemeinsam, wo der Tourismusverband mit der Stadt Bruck zusammenarbeitet und auch den Freizeit- und Berufsradverkehr mehr pushen will, wenn jeder, der beruflich mit dem Rad fährt, einkaufen fährt, ist auch ein potenzieller Kunde für den Radtourismus. Nun, alles und vor allem gute Ideen kosten Geld. Haben Sie? Immer zu wenig, aber wir sind nicht unzufrieden, wir jammern nicht. Wir haben ein mehr als ausgeglichenes Budget. Wir waren die letzten Jahre relativ sparsam, haben, glaube ich, nicht so schlecht gewirtschaftet und können dadurch in den nächsten Jahren recht aktiv in die Werbung gehen, weil wir einige Rücklagen gebildet haben. Dann kann man Ihnen nur weiterhin viel Erfolg wünschen. Ja, herzlichen Dank und Ihnen viel Spaß jetzt im herbstlichen Bruck an der Mur. In der Wiener Straße 93 in Kapfenberg hat die FPÖ eine neue Begegnungsstätte eröffnet. Sowohl Vizebürgermeister Reinhard Richter als auch der Landesspitzenkandidat der FPÖ stellten sich den Fragen der Medien. Der Sommer ist vorbei, ein heißer politischer Herbst erwartet uns
Und da gibt es auch immer wieder Möglichkeiten, sich auszudehnen, neue Locations zu suchen. Und eine Location hat man in der Wiener Straße in Kapfenberg gefunden. Ja, es war nötig. Wir haben im heurigen Jahr hunderte Anfragen und Gespräche mit Bürgern geführt und die Bürger brauchen auch bei der FPÖ eine Anlaufstelle und auch die eigenen Funktionäre und Mitglieder brauchen einen Treffpunkt, um die Partei und die Politik von uns weiterzuentwickeln. Und was sind die hauptsächlichen Fragen, die an Sie gerichtet werden? Hauptsächlich sind es Fragen des täglichen Lebens wie Mieten, Beihilfen und andere Dinge. Also es gibt Menschen, die eine Schwellenangst haben, irgendwo auf welche Ämter zu gehen und die kommen dann lieber, sage ich mal, in ein bisschen ungezwungenen Rahmen wie zu uns. Der Spitzenkandidat ist ein junger Kandidat der FPÖ in der Obersteiermark. Ja, und das ist sehr gut, man muss Zeichen setzen und der Hannes Amelsbauer ist der optimale Kandidat für die Steiermark und er wird die Steiermark und auch die Obersteiermark sehr gut im Nationalrat vertreten. Als junger Mensch, wie groß ist die Gefahr für einen FPÖ-Politiker, unter Umständen den Leuten das Blaue vom Himmel zu versprechen und das dann vielleicht nicht halten zu können? Nein, diese Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Man sollte in einer politischen Funktion und auch im Wahlkampf nur Dinge anbieten. Das Wahlprogramm mit Versprechen ist es immer so eine Sache, Dinge anbieten, die auch realisierbar sind, die umsetzbar sind. Wir haben ein gutes Wahlprogramm, über 100 Seiten mit allen möglichen politischen Bereichen, die da abgedeckt werden, von der Gesundheitsversorgung, die ganz wichtig ist, bis zum Thema Sicherheit und Thema Arbeit, das zentrale Themen sind, die die Menschen zu Recht bewegen. Also wir haben ein Programm, das wir umsetzen können und in einer Regierungsverantwortung, wenn uns die Wähler das Vertrauen geben, auch umsetzen werden. Über 100 Seiten, wer liest die? Naja, es geht darum, dass man natürlich nicht nur Überschriften produziert, sondern dass man auch ein bisschen in die Tiefe geht. Natürlich im Wahlkampf selbst, in der Wahlbewegung, auf den Plakaten, auf den Flyern, auch in den Redebeiträgen, die gehalten werden, gibt man das sehr komprimiert und verkürzt wieder in gewissen Schlagworten, in gewissen Slogans. Aber das Programm an sich hat über 100 Seiten und es ist auch wichtig, dass man das genau ausformuliert hat. Eine Woche vor der Nationalratswahl gibt es noch einen Landtag, da kann man noch die letzten Pfeile schießen. Es geht nicht darum, Pfeile zu schießen, es geht darum, einfach konsequent weiterzuarbeiten, Linie zu halten. Wir wissen zum heutigen Tag noch nicht, wie die Tagesordnung der Landtagssitzung aussehen wird, aber Sie können sich sicher sein, ich werde auch bei meiner Landtagssitzung, bei meiner letzten Landtagssitzung ähnlich agieren wie in den letzten 7 Jahren. Das heißt, der rot-schwarzen Regierung in der Steiermark ordentlich auf die Finger klopfen und mich für die Interessen der Bürger einsetzen. Was machen Sie, um junge Leute zu gewinnen? Sie sind eine relativ junge Partei. Der Spitzenkandidat zählt zum Mittelalter, wenn man es genau nimmt. Aber das hat einen Vorteil. Es bringt Erfahrung mit sich und Emotionen für die Jungen. Ja, Emotionen sind immer wichtig, vor allem in einer Wahlbewegung und gerade bei der jüngeren Bevölkerung, die einerseits auch verschiedene Problemstellungen in der Schule sieht, am Ausbildungsplatz, in der Universität, aber auch in der Lehre und bei der Arbeit. Also die jungen Menschen sind sehr sensibel, sie sind sehr politikinteressiert. Also ich nehme das nicht wahr, dass es diese Politverdrossenheit gibt bei der jungen Bevölkerung. Und ich merke es auch, dass wir vor allem hier in dieser Region, in Bruckmutz-Zuschlag, in Kapfenberg, in den verschiedenen Regionen des Bezirkes der Obersteiermark, sehr, sehr gut bei den Jungen und Erstwählern auch ankommen. Es verspricht also spannend zu werden am 15. Oktober. Heute war es wieder wechselhaft, mit Sonne erreichten die Werte um die 20 Grad. Am Wochenende gibt es ein ähnliches Bild wie heute. Sonne und Wolken wechseln einander ab und das beschert uns Werte zwischen 17 und 21 Grad.